So, wenn wir mal wieder Probleme haben mit der Software Sprutkamm, das heißt, wir haben eine Frage, wie man etwas fräst, etwas funktioniert nicht richtig, wie zum Beispiel die Länge des Fräsers einstellen oder die Kommunikation zwischen Roboter und Software funktioniert nicht richtig. All diese Fragen können wir per Support, per Reiz anfragen, bei Datentechnik-Reiz, und da gehen wir jetzt einfach mal auf die Internetseite, zeige ich euch das mal, wie das funktioniert. Datentechnik-Reiz steht hier schon in Google. Ihr kommt auf die cncTechnik.de, Datentechnik-Reiz. Hier unten ist auch der Chef von denen. Hier sieht man, das ist die Startseite von denen. Wir wollen jetzt einen Support haben. Auf der Internetseite können wir auch Software downloaden. Wir können noch verschiedene andere Sachen machen. Könnt ihr mal durchklicken, wenn ihr Lust habt. Ihr kriegt Infos dafür. Es sind ein paar Tutorials hier drauf. Die sind nicht schlecht, kann man sich mal anschauen. Wir wollen jetzt aber jetzt Support machen. Support anklicken. Und hier haben wir diese Seite. Wir können einmal telefonisch anfragen, dort direkt anrufen, wenn es etwas gibt. Wenn es dringend ist, mache ich das immer. Die sind sonst natürlich auch mal sehr busy, deswegen mache ich das meistens über das Ticketsystem. Ist innerhalb eines Tages bekommt man meistens eine Antwort. TeamViewer läuft meistens erst nach dem Ticketsystem oder nach einem Anruf. Das heißt, er greift von außerhalb, jemand, meistens der Schneider, er greift von außerhalb auf den Rechner zu und erklärt einem was oder stellt was neu ein. Wir gehen jetzt mal Support über Ticketanfrage. Dazu werden wir weitergeleitet auf diese Seite. Hier gibt es Zugangscodes. Das liegt wieder unter der gleichen Ordnerstruktur wie beim FTP-Server. Ich zeige es euch nochmal. Alles in Lager, Robolab, Orga, Zugangsdaten, Ticketsystem, Reiz. Dort findet ihr Passwort und Benutzernamen. Benutzername steht ja schon da. Ich habe ein Konto angelegt. Theoretisch kann jeder von uns ein Konto anlegen. Ist vielleicht besser. Ist aber egal, können wir mal entscheiden. Melden wir uns an. Und jetzt ist es hier so, dass es einfach schon Tipps und Tricks gibt, Postprozessor-Informationen. Hier gibt es schon ein paar Sachen, wo man einfach so ein bisschen durchlesen kann. Man kann auch Sachen eingeben. Ich, wenn ich jetzt einmal Fräsen eingebe und auf Enter klicke, dann gibt es auch schon 5-Achs-Simultanfräsen, 4-Achs-Simultanfräsen und Schrift erstellen und ändern. Das heißt, es gibt schon Supportanfragen, die speichern und bei denen man einfach mal durchschauen kann. Vielleicht findet man die Antwort schon. Tatsächlich ist es bei mir nicht der Fall gewesen, aber hätte ja sein können. Wir wollen deswegen, falls es jetzt hier nichts dabei ist, was uns in irgendeiner Form weiterhilft, wollen wir eine Anfrage einreichen. Dort geben wir einen Betreff an und wir schreiben da kurze Zeile rein. Man kann noch eine Datei hinzufügen, die darf aber nicht sehr groß sein. Ich arbeite hier mit Google Drive. Wenn ich Fotos schicke von verfrästen Sachen, die mir nicht erklären kann, einfach einen Link über Google Drive dazu oder andere. Es gibt ja noch andere Möglichkeiten, sowas zu machen. Oh, jetzt ist ein anderes Video fertig. Ja, wenn die Anfrage eingereicht ist, kann man sich wieder abmelden. Man bekommt eine E-Mail direkt zugesendet, dass die Anfrage rausgeht. Wenn das nicht passiert ist, ist die Anfrage auch nicht rausgegangen. Das heißt, irgendwo lag der Fehler bei mir oder in dem Fall bei euch. Da müsst ihr nochmal schauen. Ob ihr diese Anfrage wirklich abgegeben habt, das könnt ihr machen. Melden wir uns nochmal an, indem wir auf unsere Historie schauen. Das müsste eigentlich meine Aktivitäten. Genau, hier stehen alle meine Tickets. Das sind alle gelöst. Mag sein. Naja. Und Kennwort könnt ihr ändern, mein Profil bearbeiten, ihr könnt ein Foto dazu machen und so weiter und so fort. Das alles könnt ihr selber raus. Lesen und rausfinden. Ansonsten so funktioniert das der Support.